Hallo und herzlich willkommen in die Küche München im Hotel für Jahreszeiten Kempinski in München. Zum ersten Mal am Start sozusagen und deshalb machen wir heute mal was klassisch bayerisches. Ein schönes Böfflamott. Ja. Kurz zur Geschichte des Böfflamott. Ja, es geht dabei um ein Rinderschaufelstück quasi von der Schulter des Rindes. Und genau, das wird dann 24 Stunden gebeizt in einer Rotwein-Essig-Marinade. Danach wird es dann angebraten, geschmort und ganz klassisch dazu gibt es Serviettenknödel und Rotkraut heute. Fangen wir mal an. Wie gesagt, hier haben wir schon das Fleisch. Wie gesagt, gebeizt 24 Stunden in Rotwein, Gewürzen. Also da ist drin Piment, Wacholder, Sternanis, ein bisschen Orangen- und Zitronenzeste für die Frische. Und genau, ein bisschen Essig ist dabei und Zucker. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze vorbereitet, schön abgetropft. Ja. Jetzt braten wir das Ganze an, damit wir das Ganze schön schmoren können. Das Ganze wird dann ungefähr 2,5-3 Stunden schmoren. Und dementsprechend machen wir das als erstes, bevor wir dann uns den Beilagen widmen. Pfanne schön heiß, das ist immer wichtig. Wie man jetzt schon sieht hier, raucht das leicht. Das ist auch schon genau die richtige Temperatur. Und das leicht anzubraten. Bei mittlerer Temperatur, ja, würde ich das Ganze empfehlen. Ja, ganz zu heiß sollte es nicht sein, weil dann wird es wieder trocken. Machen wir es jetzt auf der Seite, wo dieser leichte Fettdeckel war. Ja. Und dann drehen wir das Ganze. Ruhig schön rundherum anbraten, ja. Auch an den Enden, nicht vergessen, wird meistens vergessen. Sollte auch schon reichen. In derselben Pfanne habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen Röstgemüse vorbereitet. Das ist einfach nur Sellerie, Karotte, Lauch. Ja. Das gieße ich mir jetzt auch hier rein. Kann jetzt leicht rösten. Ja. So auch ein bisschen Farbe annehmen. Geben wir klein bisschen Tomatenmark hinzu. Für Geschmack und Farbe. Tomatenmark soll man immer leicht anrösten. Ja. Geben wir ein klein bisschen Zucker hinzu, das nimmt die Säure von der Tomate und ein bisschen Salz, ja, damit die ganzen Säfte raus vom Gemüse. Löschen wir das Ganze ab mit einem Cognac oder mit einem Weintrank. Sollte man vielleicht nicht gerade mal am Aufstehen machen. Ja. So, und jetzt haben wir unsere Marinade vorbereitet. Die gießen wir jetzt einfach hier rein. Ohne die Gewürze erstmal. So, erstmal ein bisschen reduzieren. Und das gibt quasi jetzt unser Sud, in dem wir dann später unser Böfflamott schön drin schmoren können. Hinzu können wir noch ein bisschen Rinderbrühe geben, ja, für den Geschmack. Kann aber auch ganz normales Wasser sein. Also das ist so viel Fleisch, das gibt genug Geschmack ab, weil ja wahrscheinlich daheim nicht jeder einen Rinderfond oder Rinderbrühe hat. Unser Schmorfond hat jetzt aufgekocht, ja. Jetzt geht man das Ganze über das Fleisch. Ja, es muss nicht ganz bedeckt sein. Ja. So vollkommen ausreichend. Das Wichtige ist, dass jetzt ein Deckel drauf kommt. Und dann geben wir das Ganze in den Ofen. Das Ganze geht jetzt in den Ofen. Ja, bei 120 Grad ungefähr 3 Stunden. Wir fangen an mit dem Serviettenknödel. Ich habe Eier getrennt. Ja, in Eigelb und Eiweiß. Ja. Bei dem Eiweiß mache ich eine Prise Salz dran. Ja. Dann schlagen wir das Ganze zu Schnee. Hier ist wichtig, wenn man klein bisschen Salz am Anfang reinmacht, dann lässt sich das Ganze schneller steif schlagen und die Schäden nachher dann besser. Ja. Und ansonsten kann man hier eigentlich kaum was falsch machen. Ja. Das Eiweiß steht dann, wenn man in die Schüssel kippen kann und ja, das Eiweiß bleibt in der Schüssel und läuft nicht raus. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ist. Für die Serviettenknödel haben wir vorbereitet ein bisschen Knödelbrot, ja, kann ruhig 2 bis 3 Tage schon älter sein, dann ist es erst optimal.
geben jetzt die Schalotten rein. Wir brauchen natürlich ein bisschen Milch. Ja. Bei der Milch kleine Prise Salz rein. Ja. Nimmt die Oberflächenspannung und lässt die Milch weniger schnell überkochen. Wir geben ungefähr mal so ein bisschen was da rein. Mache ich meistens nach Augenmaß. Ja. Je nachdem, wie sich die Masse jetzt verhält, ja, kann man immer noch ein bisschen hinzugeben. Die Hälfte der Eigelbe geben wir noch mit hinzu. Auch hier gleiches, je nachdem, wie die Masse sich verhält, ja, kann man immer noch ein bisschen hinzugeben. Herausnehmen geht schwieriger in jedem Fall. Wenn das Ganze noch ein bisschen farblichen Aspekt bekommt, machen wir ein bisschen frischen Schnittlauch gleich rein. Jetzt kommt das Entscheidende, nämlich unser Ei-Schnee. Ja. Gibt dem Ganzen nochmal eine schöne Festigung und gleichzeitig aber auch Lockerung. Was auch wichtig ist, was wir hier drin haben wollen. Das Ganze jetzt nur noch vorsichtig unterheben. Ja. Sonst kippen wir das ganze Volumen wieder vom Eiweiß hinweg. Alle diejenigen, die gerne ein Handwerk ausführen, dürfen auch gerne die Hände nehmen. Jetzt würzt man das Ganze noch ein bisschen Salz, ja, ein bisschen Muskat und Pfeffer. Und so sollte die Masse eigentlich dann aussehen. Ja. So ist sie eigentlich optimal. Haben wir hier schon mal vorbereitet. Glasichtfolie. Ja. Geben wir dann die Masse relativ zentral. Jetzt gar nicht mehr kochen, sondern so bei 80 Grad ungefähr eine Stunde drin ziehen lassen. Das war unser Böffler Hot. Ich hoffe, Ihnen gelingt es genauso gut wie mir. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.